Ist der Fall Cosby wirklich Comedy-Stoff? Die Bild fragt sich, ob ein gewisses Thema grenzwertig ist. Was kommt als nächstes? Die Bahn beschwert sich über öffentliche Verkehrsmittel, die zu spät kommen. Red Bull wird Mitglied bei der Deutschen Herzstiftung. Farid Bang und Kollega werben für Beintraining. Wobei, ja, wenn die gut zahlen, gar nicht mal so unrealistisch. Paulana wird Germany's Next Topmodel. Ihr merkt wahrscheinlich schon, ein Paradoxon kommt selten alleine. Schauen wir mal weiter. Bill Cosby, mittlerweile 77, soll sich in weiter Vergangenheit an einigen jungen Mädchen vergriffen haben. Das Thema direkt ist natürlich schwierig. Die einen sagen, bei 20 Stück muss wohl was Wahres dran sein. Und die anderen sagen, tja, komisch, dass sich 20 Leute erst nach ewig und 3 Tagen melden. Fakt ist, der Vorwurf ist da und dieser Vorwurf wird nun indirekt in der letzten Folge der neuen South Park Staffel aufgegriffen. In der Folge trällert Cosby mit Taylor Swift ein Lied und er bietet ihr währenddessen ein Getränk an. So soll Cosby laut Anklage auch seine Opfer fügig gemacht haben. Asozial, unmenschlich und unangebracht? Meiner Meinung nach, nein. Taylor steht da wie von der Bild bereits richtig erkannt. Absolut nicht im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte. Zudem haben die South Park-Macher ja gerne mal mehr als nur einen Hintergedanken. Klar stellen sie Cosby als Lüstling hin. Scheinbar ist auch jeder 50-jährige Mann, der nun ein 20-jähriges Mädchen attraktiv findet, automatisch ein Lüstling. Aber wenn ich als 20-jähriges Mädchen klare Andeutungen erkenne, muss ich dann von dem Lüstling einen Drink annehmen bzw. diesen dann auch trinken? Sorry, aber wenn das so ist, würde ich niemals sagen, selber schuld, weil Vergewaltigung ist Vergewaltigung, aber ich würde schon sagen, das ist schon ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, es ist schon ziemlich dämlich. Wow, 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 okay, Beispiel. Ich meine, wenn ein alter, vergammelter Transporter am Straßenrand steht und jemand rausruft, hey Leute, hier gibt es gratis Süßigkeiten, dann rennt doch auch kein Kevin der Welt dorthin. Aber egal. Letzten Endes weiß weder ich noch ihr, was da wirklich passiert ist und deswegen will ich da auch nicht abschließend urteilen. Am meisten gehen mir, Überraschung, Überraschung, die Medien auf die Eier. Die geilen sich bei diesem Thema natürlich wieder grenzenlos auf und im zweiten Schritt fragen sie sich dann bei South Park, ob die Grenzen überschritten wurden. Einfach nur armselig, oder? Die Blöd beschreibt South Park im Übrigen auch wieder sehr aktuell. Fäkalhumor. Witze über Juden, Behinderte und andere Minderheiten sind an der Tagesordnung. Dass South Park geniale Satire liefert oder sich mit heiklen Themen auseinandersetzt, bei denen andere Sendungen den Schwanz einziehen, davon wird natürlich nichts erwähnt. Aber warum sollte man South Park auch positiv erwähnen? Schließlich kritisieren Trey Parker und Matt Stone die Medien sowie die Gesellschaft von heute fast in jeder Sendung. Und ja, liebe Bild, South Park hat es mit über 50 Millionen Fans alleine bei Facebook natürlich absolut nötig, nach Aufmerksamkeit zu betteln. Ohne diese Bill Cosby-Anspielung würde die Sendung gewiss niemand kennen und anschauen. Spastis. Props im Übrigen ausnahmsweise mal an die Bild-Kommentarmenschen, denn die sind tatsächlich mal meiner Meinung. Ja, natürlich nicht alle, aber wir wollen ja nicht gleich übertreiben, ne? Eure Meinung zu dem Thema würde mich natürlich wie gewohnt interessieren. Findet ihr, South Park ist zu weit gegangen? Und sollten Vergewaltigungsopfer nach geschätzten 20 Jahren zu den Medien rennen und Vergewaltigungsvorwürfe äußern? Oder sollte man das ganz anders angehen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.